So, neue Aufnahme, neues Glück. Wir sind gestorben. Wir wollten gucken, ob das Vieh unten wieder da ist. Weil wenn nicht, dann gehen wir halt einfach weiter. Komischerweise durften wir es nicht besiegen, weil war ja weg. So, genau, weil das ja vorher bei der Aufnahme nicht drauf war. Hier drüben, ich habe es geschafft, hier rüber zu springen. Und da hinten auf dem anderen Balken drüben lag dann das Cape, was wir gerade anhaben. Dieses rote. Oh! Der hat einen Zweihänder ausgerüstet. Die Fichte verzeihen echt viel. Gehen wir mal auf die Waffe her. Darum gezappelt ist noch. Seine Achse. Ginkgo Leaves, Crab Metal Oil. Okay. Und die Gitarre. Und das Vieh ist nicht da. Cool. Schade. Die gern gemacht. Ja, gut. Glaube ich, ist der beste Weg. Hat mich interessiert, was das Vieh droppt, wenn man es besiegt, ne? Aber das ist uns jetzt vorenthalten. Das werden wir in diesem Playthrough nicht erleben. So ein Scheiß, ey. Oh, fuck. Stimmt. Ich komme ja nicht wieder hoch. Könnte ich jetzt einfach respawnen? Was passiert denn da? Oh, ich bin gestorben. Nein. Ist halt wirklich nichts Negatives, ne, wenn du respawnst. Fängst halt bloß wieder an der Position und alle Gegner sind da. Also nichts Schlimmes. Schon schick das Spiel, trotz alledem. Wenn man sich mal so ein bisschen auf sein. Ah, fuck. Auf das Design eingelassen hat. Und das Kampfsystem ein bisschen verinnerlicht hat, wirkt das schon recht geil. Ey, das ist nicht technisch nicht 100%. Ne. Hier. Nett mit den Treppen. Schaut's mal auf die Füße. Oder jetzt nicht? Jetzt. Ne? Oh, Dark Souls 1 sah nicht. So, und? Das ist von drei Leuten gemacht. Das ist schon mega geil. Ist schon mega geil, auf jeden Fall. Hätte auch mal Bock, ein Game zu programmieren. Aber da fehlt mir irgendwie die Ambition zu. Weil das echt. Was da Stunden reinfließen, ich weiß nicht, ob ich mich so lange für ein was begeistern kann. Gerade wenn da noch so. Weil man mag ja nicht. Hä? Was war das jetzt? Hallo? Spiel? Es kommt gerade nicht damit klar, dass ich jetzt hier rüber gehen will. Machen wir es halt langsam. Wenn du mich nicht machen lässt. Hier, geht jetzt nichts mehr. Irgendwie lässt es mich nicht. Jetzt geht's wieder. Puh, okay. Das kenne
ja gar nicht. Kenn ich ja nicht mal. Naja. Wir gehen erstmal unsere Abkürzung hier durch. Ich weiß nicht, ich bin immer erstmal alles andere machen, bevor man den Hauptweg weitergeht. So ist auch mein Vorgehen immer. Der hat mehr ausgehalten, ne? Compadre. Nee, der hat vorher, wo man da war, zwei Schläge ausgehalten. Vorher? Vergiss es, Kumpel. Scheiße, jetzt hat er zwei Schläge ausgehalten. Ich frage mich wirklich für das Sludge, wofür wir das alles brauchen und wie viele Gegner wir dafür dann killen müssen, ey. Au. Kein Knockback, okay. Restless Shoulders, Ring of Minor Vitality. Minor? Ist nicht Minor weniger oder etwas? Etwas. Ah, cool. Equip. Left Hand? Ja, okay. Passt perfekt. Ach, das ist ein Amulett gewesen, kein Ring. Wir dürfen zwei Ringe tragen und ein Amulett. Okay. Okay, perfekt. Gut, gut. Was haben wir noch gekriegt? Die hier haben wir noch gekriegt. Take it. Heavy Armor, Light Armor, ja. Okay. Und je mehr Heavy Armor wir tragen, desto langsamer sind wir. Schauen schon richtig geil aus. Ich mag die fette Rüstung. Die ist irgendwie cool. Cool, cool. Na gut. So, nix. Das war ein Dude mit. Oh, hier sind mehrere. Der ist gerade aufgeploppt. Juckt den nicht? Noch einer? Hinter uns? Nee, haben wir noch drei. Da ist er. Interessant, die haben also dann keinen Knockback mehr. Finde ich ja cool, dass die immer wieder anders aussehen. Mal haben sie zwei Waffen, mal nur eine. Das ist ein bisschen variabel, das Spiel. Nicht runterfallen. Mein Gott, immer im Hintergrund die Viecher, die hier rumfliegen. Das könnte vielleicht auch eins sein aus dem Intro, was so geleuchtet hat. Bloß komisch, dass die hier nicht leuchten. Ah, Stone Shield Concussion. Schon wieder. Das ist dieses Potion gewesen im Endeffekt. Monastery, Lower und Upper. Wir sind im Upper Monastery. Oh geil, wir haben einen Respawn Point. Ja man! Gibt's da noch irgendwas? Schauen uns alles an. Nö. Okay. Oh, das ist schade. Textur Glitching. Set. Wie war das? Wie nennt man, wie nennt sich das? Wenn das Spiel nicht weiß, welche Texturen sie anzeigen soll, kann man Einstellungen vornehmen, wenn das überlappt.
Habe ich schon mal gehört. Ich selber kann das nicht. Oh, fuck. Deswegen gibt's das Spawnfeuer. Scheiße. Gut, dann wird das jetzt wohl unser erster Boss. Ja, ausprobieren. Okay. Also, Blocken ist bei denen, glaube ich, so suboptimal. Habe ich so ein Gefühl. Zweihand wird zu langsam sein. Wir werden es mit perfektem Ausweichen probieren müssen. Mal gucken, ob wir den parieren können. Okay, der wirft Sachen. Anscheinend wird drei Phasen so vom Balken her zu urteilen. Ah, Ausdauer regenerieren lassen. Wir können uns wirklich hinterm Schild verstecken bei dem. Aber parieren kann das Schild leider nicht. Hä? Okay, achso, ich muss springen dann. Okay. Okay, das hätte mich eigentlich treffen müssen. Dann noch andere Angriffe im Petto hat. Fuck. Ich darf nicht ausweichen. Ja, okay. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich wollte gucken, was das für ein Symbol links oben ist. Weil wir in den Strudel reingekommen sind. Der hält vielleicht ganz schön lange, der Strudel. Zwei Leben. Aber warum? Wir haben doch so viele Leben gefunden. Equip. Bell 2. Ich darf immer bloß zwei pro Lauf mitnehmen, oder was? Und wann tut sich das wieder auffüllen?
Okay, das Schild ist echt nicht schlecht, ne? Aber wieso kann ich mit dem Schild nicht parieren? Ah. Okay. I've not slept for a long while, and I know you won't leave until you get what you come for. Let us be quick then. Fuck. Ah, okay, ich krieg kontinuierlich Schaden. Halt dich. Ah, okay. Dort nicht dann weg, alles klar. Okay, da darf ich also wirklich nicht dran stehen. Aber bloß ausprobieren, was er so alles kann. Ich will den parieren. Oh fuck. Ja, ich hab alt gespammt jetzt nach dem Ausweichen, aber ging nicht mehr. Das war dumm. Komm. Mann. Ich schaff den schon, wenn ich will. Oh, jetzt haben wir. Ah, jetzt. Wollte schon sagen, jetzt haben wir gut Kinder. Der hat. Hä? Wie stand denn der jetzt da und hat gar nichts gemacht, obwohl ich eigentlich immer wieder versucht habe, im richtigen Moment. Hä? Ja, wir probieren ein bisschen. Ist ja scheißegal. Wir haben jetzt hier Kind nach. Kein. Hallo? Jetzt. Hä? Warte mal. Warte. Nochmal heilen. Okay. Der ist gar nicht parierbar. Der ist nicht parierbar. Hä? Ich tu mal kurz bevor. Vielleicht doch einmal bei den Kleinen hier testen. Schlag mal. Ja.
Ja. Also, ja, okay, ich krieg Hits, ne? Aber ja, okay, ich hab die. Na ja, gut, dann. Okay, dann probieren wir gar nicht erst weiter, sondern dann können wir eigentlich aus Kaltschild hernehmen. Sehen. Muss ich andere Seite ausweichen. Heilen wir uns schon mal. Gibt's mir noch einen Strudel? Ne, besteht da noch einer, ne, Kumpel? Dachte ich mir schon. Macht nichts. Verdammt. Der hätte mich treffen müssen. Ah, Ficken, du Wichser. Falsches Timing. Fuck man, mit dem Kack-Timing. Das habe ich noch immer noch nicht raus. Das Timing musste. Oh fuck. Oh lol, ist der jetzt schnell. Okay, ist gut. Jetzt setzt er nochmal richtig einen drauf. Uiuiui. Jetzt wird's Gameplay ganz schön schnell. Zurück. Oh, lol. Hä, wieso hat's mich jetzt weggehauen? Okay, der schnelle Sprung von Feuer, da war unfair. Der hätte, glaube ich, gar nicht sein dürfen. Okay. Krieg von dem jetzt aber nix. Schade. Kein Boss-Loot. Naja, okay, gehen wir weiter. Stab oder so. Ah ja, und jetzt habe ich wieder zwei Heilungen. Interessant. Wieso bin ich denn jetzt so langsam? War ich das vorher auch schon in der schweren Rüstung? Ist gar nicht aufgefallen. Ach, guck mal, unser Kumpel ist wieder da. Lebst ja doch noch, hä? I am here.
Sag nichts mehr. Naja gut, dann haben wir den ersten Boss gelegt. Ah ja, okay, er hat gerade geladen. Jetzt kann man wohl mehr industrielle Gegend. Oh, 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 komm, komm, komm. Zeitung. Es liegt Zeitung. Zwei Leitern, okay. Der ist tot. Delirium Copper. Hier ist einer. Hey Kumpel. Nee. Hier ist ja auch noch einer. Ich kann mit denen nicht reden. Sind das Menschen? Hier ist ja auch noch. Die bewegen sich nicht mehr. Husten hört man aber auch. Jetzt sind wir gerade in der. Okay, beide führen also hier hoch. Okay, beide Leitern. Okay, dann gehen wir weiter. Ist das so eine Station? Eine letzte Bastion? Ja, Bastion kann man es nicht nennen. Sind ja alle krank. Wirken. Ja, wirken krank halt, ne? Okay, jetzt einfach mal gar nichts. Alles klar. Absorbed. Homunculus Mirage. Eine Essenz habe ich jetzt erst gekriegt. Ah, und da drüben ist ein Spawnpoint. Schauen wir mal, wie der Ort heißt. Und dann gucken wir mal, ob wir mit der quatschen können hier. Cyborg ist das wieder. Block 41, 7 und 74. Ich kann nicht mehr richtig lesen. Da drüben leuchtet auch noch was. You're finally here. We can now commence the recalibration. New handler synchronization 20%. I've updated the locations of the malfunctioning modules in the terminal. Anytime you link to a terminal, you should be able to see the modules. I must advise utmost caution, as I have surveyed the area and it is infested with aggressive mutations.
The radiation leaking out of the anomaly is causing a strong disturbance in the causal field. We should leave this place as soon as possible. Radiation auch noch, okay. The readings are unlike anything I've seen. The data is completely unstable as I am still unable to upload it for deciphering. Upgrading your gear. Oh, nice. Deswegen MK1, 2 und 3. Using upgrade splinters will allow you to upgrade your gear up to MK3. While using upgrade modules, you will allow you to upgrade your gear to MK5. In order to upgrade, handler has to be adequate level. Handler echoes are required to increase this level. Embedded crystals. Once you have obtained an anomalous crystal, either a loot as loot or head one manufactures at handler, it can be embedded in desired slot in your gear. Embedding an anomalous crystal over an existing one will destroy the existing embedded crystal. Is it possible to extract essence from current crystals you no longer need? You can obtain more manufacturing blueprints as you explore. Whee! Guck mal einer an. Was wir zu MK1 machen können. Sharp 2. Oh! Lol, ich habe von dem die Waffe doch tatsächlich gekriegt. Das wurde mir bloß nicht angezeigt. Ja, wir hätten vielleicht mal gucken müssen. Manufacturing. Strength, Agility, Constitution and Intelligence können wir machen. Okay. Okay. Maximale Health Points. Da war Strange drauf. Okay. Dinger sind schon nicht schlecht, ne? Achso, wir haben überhaupt gar keine Splinters. Upgrade Splinter. Embed Crystals. Handler does not have enough knowledge to do that. Ah, okay. Es ist ein Return, ich seh's nicht. Ich kann's nicht lesen. Jetzt geht er wieder raus. Critical Damage. Wir machen hier und da schon. Chance to inflict decay. Chance to silence. Attack Power, Critical Damage. Okay. Ich wollte eigentlich nicht ganz raus. Weil. Ah, Constitution ist das, okay. Da wird dann nur da alles angezeigt, okay. Das kann man nicht upgraden. Da können wir eins reinmachen. Ah, da ist schon was drin. Ah, deswegen, okay. Da ist schon was drin. Ja, okay, dann lassen wir es aktuell so, wie es ist. Und da oben müssen wir hin. Interessant.